Jeder vierte junge Mensch unter 25 ist arbeitslos in Europa. In Spanien und Griechenland ist es jeder zweite. Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus. Frau Merkels Politik, indem sie Länder ein Spardiktat mit auferlegt, führt dazu, dass für die Voraussetzungen für eine gute Arbeit und Ausbildung massiv gespart wird. Wenn man den Absturz der jungen Generation nicht verhindert, da verhindert man die ganze Idee von Europa. Also ganz Europa ist gefährdet, was die Perspektive und Sicherheit angeht. Wenn wir nicht massiv in die junge Generation investieren und der jungen Generation eine Chance geben, ist Europa eine Frage der Zeit. Wir fordern zunächst mal, dass die Jobgarantie, die jetzt die Europäische Union verabschiedet hat, dass sie umgesetzt wird, dass jeder junge Mensch eine Chance hat für eine Aus- und Weiterbildung. Wir fordern ein Sofortprogramm gegen die Jugendarbeitslosigkeit, dass ein Rettungsschirm aufgespannt wird. Das wären konkrete Belange, die die Kanzlerin mit vorantreiben könnte. Gewerkschaften dürfen nicht akzeptieren, dass die nächste Generation, die junge Leute, nur eine Perspektive in prekärer Arbeit oder in Arbeitslosigkeit haben. Das wäre ein Desaster. Das vereinigte Europa braucht ein soziales Gesicht und dazu gehören Beschäftigungschancen, Ausbildungschancen. Dazu gehört gute Ausbildung und gute Arbeit.